Hi, mein Name ist Niklas, ich bin 16 Jahre alt und ich fahre Ski. Heute mache ich mein zweites YouTube-Video und ja, heute fange ich direkt an, euch meinen Ski vorzustellen und was er so kann und macht. Okay, also, ja, so sieht er aus. Ich weiß nicht, ihr habt ihn wahrscheinlich noch nie gesehen. Ich habe hier den Ligier JS50 Sport Young. Es gibt noch ein paar andere Ausstattungslinien. Es gibt noch den Ligier JS50 Club, den JS50 Sport Young, wie ich ihn habe. Und das, die beste Ausstattung ist der JS50 Sport Ultimate. Der hat dann noch ein paar andere Sachen, Klimaanlage und sowas. Es gibt auch noch andere Fahrzeuge, also andere Marken, die diese Fahrzeuge produzieren, zum Beispiel Aixam oder Linster, das sind Elektroautos. Oder man könnte zum Beispiel auch eine Vespa Ape fahren, wenn man eben den AM-Führerschein hat, wie ich ihn habe. Oder man könnte auch den A1-Führerschein machen, mit dem kann man dann auch 90 km/h fahren. Zeige ich euch mal ein bisschen, was der Ligier außen so hat. Also hier erstmal, ja, die Scheinwerfer. Also die sind echt gut, die sind fast wie von einem echten Auto. Natürlich sind jetzt keine Xenon-Scheinwerfer, aber die sind auf jeden Fall sehr gut. Hier ist noch das LED-Tagfahrlicht. Also ich fahre eigentlich immer mit dem richtigen Licht an, mit dem Abblendlicht. Fahre ich eigentlich die ganze Zeit zur Sicherheit, dass man mich auch wirklich sieht. Und der JS50 Sport Ultimate, der hat zum Beispiel hier auch noch Nebelscheinwerfer, die habe ich jetzt nicht drin. Man könnte die nachrüsten, aber ja, das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber das ist auch nicht so wichtig. Ja genau, dann haben wir hier vom Werk aus schwarze oder graue 15 Zoll Felgen. Ich finde, die sehen ziemlich gut aus. Bei den günstigeren Modellen sind sie nicht ganz so cool wie da. Der JS50 Sport Ultimate, der hat natürlich auch noch coolere, aber ich finde die schon ziemlich cool. Ja genau. Ich habe ja noch eine Rückfahrkamera hat er. Das sieht man hier. Und noch so zwei Fake-Auspuffblenden, dass es ein bisschen sportlicher aussieht. Und ich habe hier halt auch noch einen Aufkleber. 45 km/h, dass die Leute hinter mir auch wirklich sehen, dass ich nicht so schnell fahren kann. Ja, hier, das ist die Bezeichnung. Das ist halt der JS50 Sport Young. Also jetzt zeige ich euch noch den Kofferraum. Der ist, ich finde, sehr groß. Also ja, hier sieht man ihn. Ich habe noch eine Einkaufstasche dabei. Und hier ist eben so eine Matte, dass der Boden nicht verkratzt. Und hier sind auf den Seiten noch Netze, wo man was reinmachen kann. Ich habe hier jetzt Warnwesten und einen Verbandskasten dabei. Der ist eigentlich nicht dabei, aber ich habe ihn reingemacht. Und ich habe auch noch ein Warndreieck reingemacht. Eigentlich ist es nicht unbedingt notwendig, weil das ja eigentlich ein Moped-Auto ist, aber ich finde, es ist halt doch eigentlich wie ein Auto und schon ziemlich groß, deswegen habe ich die Sachen lieber dazu gepackt. So, also jetzt zeige ich euch mal, was der Ligier innen so hat. Ja, genau. Also, ich habe hier einmal ein Airbag-Lenkrad. Normalerweise ist da kein Airbag drin. Ich blende euch auch mal ein Bild ein, wie das Lenkrad ohne Airbag aussieht. Das hat dann eher so Chromoptik hier unten noch. Der JS50 Sport Ultimate hat dann noch Carbonoptik. Ja, genau. Dann habe ich hier Lautsprecher. Ich glaube, 16 Lautsprecher sind hier verbaut. Ja, und dann habe ich hier mal, also
die Anzeigen. Hier sieht man nochmal, wie schnell ich fahren kann, wie schnell ich fahre. Hier auch, aber das ist halt eine digitale Anzeige. Hier ist die Uhrzeit angezeigt. Ich sehe dann, wenn ich das Licht anmache, leuchtet hier ein grünes Zeichen. Ja, genau. Dann habe ich hier habe ich so ein Radio. Da ist kein Navi drin, aber ich habe hier Radio. Dann kann ich ein USB-Stick oder ein iPod anschließen. Auch Bluetooth oder AUX. Eine Rückfahrkamera habe ich auch. Kann ich das sagen? Ja, so sieht das aus. Ist ganz okay. Aber ich schaue eigentlich nicht in die Rückfahrkamera. Ich schaue lieber nach hinten. Ja, und hier kann man eben die Klimaanlage und sowas einstellen. Die Temperatur. Das ist hier auch mit so Chrom-Zierblenden. Also es ist echt, ja, lustig gemacht. Hier habe ich eine Türverriegelung von innen. Das heißt, wenn ich drin bin, kann ich auch die Türen verriegeln, dass keiner einsteigen kann. Hier eben den Wählhebel D oder R. Und ja, wenn ich ihn abstelle, muss man eben immer auf N machen und die Handbremse ziehen. Nicht, dass er wegrollt. Und hier habe ich noch die beiden Fensterheber. Also die sind in der Mitte und nicht an den Türen. Genau. Und jetzt komme ich noch zu den technischen Daten von meinem Lichet. Also ich habe hier einen DCI Lombardini Motor, der mit Diesel läuft. Also ich habe ein Tankvolumen von ca. 17,6 Liter und einen angegebenen Verbrauch von 3,6 Liter. Also er ist eigentlich ja echt sparsam und man kommt weit, wenn man einmal getankt hat. Hier das, also der DCI Lombardini Motor, der ist ein leiserer Motor. Also ich habe jetzt den leiseren Motor, es gibt noch einen lauteren Motor und deswegen ist auch hier diese Folie drüber, weil die auch noch ein bisschen den Lärm dämmt. Und hier sieht man dann den Motor. Also der ist halt wirklich eher so wie von einer Vespa. Der hat 6 kW, also 8 PS. Ist nicht so viel, aber es reicht, um die 45 km/h zu erreichen. Dann ist mein Lichet jetzt 2,85 Meter lang. Es gibt auch noch Langversionen von diesen Autos. Und die Langversion ist dann 3 Meter lang, aber da hat man dann halt mehr Platz im Kofferraum. Aber sonst verändert sich, glaube ich, nicht so viel. Er hat eine Breite von 1,50 Meter. Also ja, es ist nicht riesig, aber ist schon ganz okay. So, und jetzt fahren wir noch eine kleine Runde und dann hört ihr auch mal, wie sich der Motor anhört. Also er ist schon, ja, gewöhnungsbedürftig laut, aber es geht. Ist ja der leisere Motor.
das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen.